Hey Leute, Dragon Ball Z ist am Start. Wir haben die Items, wir haben die Outfits, wir haben die Veränderungen auf der Map und so weiter und so fort. Und wir haben auch das Tab und die Möglichkeit, etwas gratis zu bekommen. Und zwar den Shenlong-Drachen. Und den kennt ihr natürlich schon. Ich habe auch gerade schon mal einen Short dazu hochgeladen. Ein sehr, sehr geiler Hängegleiter. Ich finde den richtig, richtig nice. Und ich möchte euch gerade mal zeigen in diesem Video, was müsst ihr dafür machen, um den gratis zu bekommen? Wie setzt sich das Ganze zusammen? Und hier vielleicht die ein oder andere Frage beantworten, die ihr vielleicht dann auch im späteren Verlauf im Chat stellt. Haut es einfach dann unten in die Kommentare. Ich versuche da mein Bestes. Als allererstes, wir sind hier ganz normal im Startbereich und gehen dann in den neuen Tab. Und den hat eigentlich jeder, ob du den Battle Pass hast oder nicht, der müsste jedem zur Verfügung stehen. Und auch die gleich mal als erstes eine sehr wichtige Frage beantwortet. Wie lange funktioniert das Ganze denn? Ihr habt 13 Tage, 18 Stunden und 13 Minuten Zeit. Steht jetzt bei mir da oben drauf. Klar, wenn ihr das Video später seht, dann countet es runter. Aber man kann sagen, 2 Wochen Zeit hat man ab jetzt. Und jetzt sehen wir verschiedene Sachen. Wir sehen einmal oben rechts auf der Seite, wo ihr jetzt zum Beispiel auch Vegeta, Bulma und Goku oben seht, die 7 Dragon Balls. Und die 7 müssen wir sammeln, um den Gleiter zu bekommen. Und wie machen wir das? Das zeige ich euch gleich nochmal. Und hier nochmal ganz kurz erklärt, unten haben wir eine Liste oder eine Leiste, wo du weitere Items bekommen kannst. Gratis-Items, Level-Ups und so weiter und so fort. Ja? Du musst also dein Stärke-Level pushen. Und ich gehe jetzt einfach hier mal auf Aufträge anzeigen. Nichts Besonderes, kennt ihr ja. Ne? Ihr könnt auch hier aus dem Startbildschirm, sage ich mal, Aufträge anzeigen machen. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, oben links in dieses Dragon Ball-Tab reinzuschauen. Und ihr seht schon ganz links oben, sammle Dragon Balls, indem du Aufträge freischaltest oder abschließt und dann kannst du den Gleiter freischalten. Der erste Bereich ist Warm-up. Schließ Warm-up-Aufträge ab, öffne die Kapseln und so weiter, besuche einen bekannten Trainingsort. Der ist hier rechts beispielsweise. Die einzelne Mission lade ich euch auch gerne nochmal hoch, aber ich glaube, manche Sachen sind auch selbsterklärend. Ja? Also das musst du machen. Das ist der Bereich Warm-up. Und du siehst hier oben schon, wenn du 3 Aufträge aus dem Warm-up-Bereich abgeschlossen hast, bekommst du den ersten Dragon Ball mit dem kleinen einen Stern drin. Hier siehst du auch, dass du weitere Stärke-Level dazu bekommst. Okay? Also für Warm-up, 3 Aufgaben, kriegen wir einen Dragon Ball. Das ist schon mal wichtig. Dann geht es weiter in das Sparring. Und hier siehst du, dass du verschiedene Aufträge auch abschließen musst, 3 Stück, um den Dragon Ball Nummer 2 zu bekommen. Wir brauchen ja 7. Und so weiter und so fort. Das können wir alles gleich und sofort machen. Dann gibt es aber auch noch Muskelaufbau. Ja, dann haben wir hier noch ein Beweglichkeitstraining, dann haben wir noch ein Ausdauertraining, ein Fokustraining und ein Regenerationstraining. Und das Ganze ist zeitversetzt. Jeden Tag schaltet sich etwas frei, ein weiterer Tab. Und jeweils brauchst du 3 Aufgaben für einen Dragon Ball aus den weiteren Tabs, die jetzt Step by Step freigeschaltet werden, Tag für Tag. Und die Aufgaben, da hat sich der iFire Monkey schon richtig Mühe gegeben. Ich klatsche euch die hinten dran ans Video, dann seht ihr jetzt schon alle Aufgaben, die ihr erledigen müsst. Klar, die werden dann auch freigeschaltet, aber es gibt ja auch den einen oder anderen, der im Vorfeld schon mal alle Aufgaben sehen möchte. Die seht ihr dann. Okay, könnt ihr euch dann gerne nochmal angucken. Aber wichtig, für jeden Bereich 3 Aufgaben für einen Dragon Ball, um dann später hier in dem Tab oben diese Dragon Ball aufleuchten zu sehen und dann zum Schluss final auch den Shenlong-Drachen als Belohnung zu erhalten. Sehr, sehr coole Geschichte. Wenn ihr die Aufträge einzeln macht, dann seht ihr schon hier unten zum Beispiel, das ist irgendwie lächelnder Goku, ist ein Emoticon, wird dir schon bei 10, also du schließt die Aufgaben ab, kriegst in deinem Stärke-Level etwas dazu und pusht dich dann selber immer weiter hoch, okay? Dann hast du 10, 20, 30 und so weiter, ihr seht das ja, okay? Und umso höher du bist, umso mehr Sachen kriegst du dazu. Was du alternativ auch machen kannst, ist, dich einfach hochzukaufen. Ich sage nicht, dass man das machen muss, aber man könnte es. Du könntest dich also komplett einmal durchkaufen, dann kannst du einen Haken dran machen. Ich empfehle euch aber, spielt einfach diese Dinger, dann kriegt er das ja automatisch. Und ich sag mal so, das große Highlight hier ist wirklich der Drache und diese einzelnen Themen und auch gerade die Level-Ups finde ich jetzt nicht so übelst krass. Ja, sowas sieht natürlich nochmal cool aus, das macht Spaß, aber wenn du dir einen wenn du dir den Vegeta-Skin kaufst, ich kann es euch gerade auch nochmal zeigen, hast du ja sowieso immer auch so ein bisschen was dabei. Schaut mal, also vielleicht auch nochmal eine Frage für euch, wie kann man sich immer weiterverwandeln? Du gehst immer wieder
immer wieder in das gleiche Emote rein und gehst dann immer eine Stufe höher. Ne? Ihr habt das eben mit den goldenen Haaren gesehen, jetzt sind sie so ein bisschen türkis und jetzt gehst du in die nächste Stufe rein und dann, wenn du in der letzten Stufe drin bist, dann lässt das wieder nach und er ist wieder, sage ich mal, ganz normal. Also ihr wisst Bescheid, ihr braucht die 7 Dragon Balls, die Aufträge dazu seht ihr alle hier, jeweils 3 Aufträge aus jeder Sparte, Warm-up und Sparring und so weiter und so fort, um dann final den Drachen zu bekommen. Also alles ist möglich, 2 Wochen habt ihr Zeit, ihr kriegt das ganz, ganz locker hin und ich schalle euch jetzt nochmal alle Aufgaben in der Übersicht, die auch danach kommen, die jetzt noch nicht ersichtlich sind, hinten ans Video dran. Wenn es für euch passt, Abo und Like wäre nice, wenn ihr im Itemshop stark aktiv werdet und auch nochmal zuschlagt, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Creator-Code dafür benutzt. Best Time heißt der nämlich. Also, bis dann, macht's gut, ciao, ciao.